Dankeschön für diese Überleitung. Und ich darf mit Ihnen jetzt zu diesem Thema Angst und Schmerz, wenn das Herz um Hilfe ruft, einige Gedanken und Überlegungen bringen. Wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? Mein Name ist, wie gesagt, Neubauer und ich betreibe das Department für Psychosomatik am Klinikum Welz-Christkirchen seit 2006 gemeinsam mit meinem Team. Begonnen habe ich diese Arbeit deswegen, weil ich drauf gekommen bin, dass es sehr oft Beschwerden gibt. Patienten kommen in die Klinik, werden von Kopf bis Fuß durch untersucht und trotz genauester Untersuchung findet man keine Erklärung für diese Beschwerden. Und die Frage ist, was ist denn da im Spiel, sodass es Beschwerden gibt, wo man nicht so recht was finden kann? Und das Klinikum Welz-Christkirchen hat das Signal gesetzt, wir wollen eine Therapieeinrichtung, die für so eine Problemstellung sich zuständig fühlt und weiterhelfen kann. Ich arbeite seit 2012 auch in eigener Praxis und unter anderem auch mit Patienten eben, die körperliche Beschwerden haben, wo man nicht ausreichende Erklärungen finden kann. Brustschmerz, Atemnot oder Palpitationen. Das ist ein unangenehm empfundener Herzschlag. Wer von Ihnen hat so ein Symptom, eins dieser Symptome noch nie gespürt? Hand hoch. Ich sehe keine Hände, die in die Höhe gehen. Es ist tatsächlich so, dass diese Beschwerden ziemlich oft vorkommen. Es gehört eigentlich zu den häufigsten Beschwerden, warum ein Arzt aufgesucht wird. Und natürlich ist der erste Gedanke, hoffentlich ist das kein Vorzeichen für einen Herzinfarkt. Jetzt sollte man natürlich auch wissen, wenn ich schon Angst habe vor einem Herzinfarkt, auf was muss ich denn da achten? Wie äußert sich denn ein Herzinfarkt in typischer Weise? Und da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Haben Sie das gewusst? Der männliche Herzinfarkt schaut anders aus als der weibliche Herzinfarkt in den meisten Fällen. Der Mann spürt in der Herzgegend einen Schmerz. Dieser Schmerz strahlt typischerweise aus in den linken Arm, manchmal auch in den Hals oder in die obere Bauchgegend. Und der Auslöser ist körperliche Belastung oder auch Stress, unmittelbare Stresssituation. Ganz typisch, der Mann, der im Haus und Hof wenig tut, körperlich nicht mehr herausgefordert ist, sportlich nichts macht und jetzt kommt der erste Schnee im Herbst und jetzt muss er halt zur Schneeschaufel greifen und da kann es beginnen, dass das Herz überlastet wird, wenn die Herzkranzgefäße schon verengt wird und dann kann es zum Herzinfarkt kommen. Bei der Frau äußert sich das ganz uncharakteristisch. Frauen, die haben oft eher so eine immer dahingehende Atemnot oder Müdigkeit. Manchmal ist der Schmerz auch untypischerweise hauptsächlich in der oberen Bauchgegend oder im Rücken oder so ein untypisches allgemeines Schwächegefühl. Also Frauen müssen da anders beurteilt werden, wenn man an einen Herzinfarkt denkt. Herzinfarkt verhindern. Kann man das? Was glauben Sie? Kann man einen Herzinfarkt verhindern oder ist das schicksalhaft? Kann man schon. Okay, ich bin auch der Meinung. Eine riesige Studie ist gut 10 Jahre her, dass die gemacht worden ist. 30.000 Versuchspersonen in 52 Ländern dieser Welt haben da mitgemacht und aus diesen Untersuchungen ist hervorgegangen, wie hoch der Zusammenhang zwischen dem, was da links steht und den Zahlen, die rechts stehen. Also wer zum Beispiel erhöhte Blutfette hat, der hat ein mehr als dreifach so großes Risiko, dass er einen Herzinfarkt bekommt, als jemand, der das nicht hat. Wer aktiv raucht, der hat auch ein fast dreifach so hohes Risiko. Übrigens,
zwei Risikofaktoren sind nicht doppeltes Risiko, sondern sind vierfaches Risiko. Das geht mit der Potenz. Und jetzt habe ich Ihnen da was rot herausgestrichen. Psychosoziale Faktoren. Wer die erfüllt, hat auch ein fast dreimal erhöhtes Herzinfarktrisiko. An was muss man sich denn dort vorstellen? Psychosoziale Faktoren. Also wenn jemand eine besondere Stressbelastung in seiner Arbeit hat, aber nicht nur im Arbeitsbereich, auch im familiären Bereich. Jemand, der unter finanziellen Stress steht, jemand, der eine Krise gehabt hat im letzten Jahr zum Beispiel, Lebenskrise. Jemand, der ein besonderes Kontrollbedürfnis hat. Wie lässt sich denn das erklären? Besonderes Kontrollbedürfnis. Warum ist das ein Risikofaktor? Was glauben Sie? Bitte? Ja? Ja? Genau. Also, wer viel kontrolliert, der hat in der Regel auch viel Angst. Und durch Kontrolle hofft er, alles, was gefährlich werden könnte, sofort zu entdecken. Und es könnte auch Menschen, die eine Depression haben, die schicken auch eine Blutchemie in den Körper, die Blutgefäße schädigt. Also das ist alles unter psychosozial miterfasst worden in dieser Studie. Und wie Sie gesehen haben, ist das Risiko für den Herzinfarkt fast dreimal so groß, wer solche Faktoren zusammenbringt. Sonst die anderen Faktoren, die wir da noch haben, sind die klassischen wie Zuckerkrankheit, hoher Blutdruck, Fettgewebe verstärkt im Bauch eingelagert. Das Hüftfett ist nicht gefährlich, das Bauchfett ist das Gefährliche. Und jetzt kommen wir auf Zahlen, die unter 1 sind. Und das ist günstig. Wenn die Zahl 1 da stehen würde, heißt es, es gibt gar keinen Zusammenhang zwischen dem und Herzinfarkt. Aber Zahlen kleiner 1 ist günstig, schützt vor Herzinfarkt. Und da haben wir jetzt, wer mäßig Alkohol trinkt, der schützt sich vor dem Herzinfarkt. Wer regelmäßig Bewegung macht, schützt sich vor dem Herzinfarkt. Und wer Obst und Gemüse isst, in seinen täglichen Wochenplan integriert, schützt sich ebenfalls. Also man kann heute sagen, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, 9 von 10 Herzinfarkten wären vermeidbar. Und die seelischen Faktoren sind, was das Risiko betrifft, auf Platz 3 vorgerückt. Das wissen wir jetzt. Jetzt gibt es eine andere Form von Herzbeschwerden. Die schaut aus wie Herzinfarkt, aber es ist kein Herzinfarkt. Was ist das? In den 90er Jahren ist eine Untersuchung, es ist von japanischen Ärzten ausgegangen, die haben Patienten in die Notaufnahme bekommen mit Herzinfarktbeschwerden. Sie haben sogar EKG-Veränderungen gehabt, die ausgeschaut haben wie eine Durchblutungsstörung im Herzmuskel, aber die Laborveränderungen wie beim Herzinfarkt haben gefehlt. Was man stattdessen gefunden hat im Labor, die Stresshormone waren extrem erhöht. 20 Mal so hoch wie bei jemand, der zum Beispiel einen Herzinfarkt gehabt hat. Und dann hat man weiter nachgeschaut, man hat festgestellt, alle diese Personen hatten in der allerletzten Zeit ein emotional sehr belastendes Ereignis zu verarbeiten gehabt. Tod einer nahestehenden Person, Trennung vom Partner, Unfall, Naturkatastrophe oder aber auch was Positives, zum Beispiel ein großer Lottogewinn. Ist auch etwas, was emotional nicht so leicht zu verarbeiten ist. Ist völlig unvorbereitet, oder? Auch wenn man es hofft, dass man gewinnt. Und das ist gar nicht so selten und wird auch immer häufiger jetzt diagnostiziert, diese Erkrankung, weil es jetzt bekannt ist. Ja? Und es trifft eher Frauen in der zweiten Lebenshälfte und wie gesagt, dieses emotionale Ereignis ist der Auslöser.
Es kann auch gefährlich werden. Es ist gut, wenn diese Patienten auf die Intensivstationen kommen, überwacht werden. Und das Herz, wenn man einen Ultraschall macht, dann sieht man, dass es im mittleren Teil und im spitzen Teil ausgeweitet ist und die Herzwand ist verdünnt. Also das Herz hat schon was. Und der Auslöser ist allein ein emotionales Ereignis und das schafft eine Veränderung am Herzen. Also der Name dieses Syndroms auf Japanisch ist der Begriff geprägt worden, heißt Takotsubo-Syndrom und die englische Übersetzung heißt Broken Heart Syndrom und geht auf die Ursache dieses Geschehens ein. Also starke Gefühle können organische Veränderungen am Herz bewirken. Herzbezogene Beschwerden. Jeder Fünfte, der zum Hausarzt geht, hat solche Beschwerden. Und der Brustschmerz, wenn, obwohl die Durchblutung im Herz völlig normal ist, ist mit 25-33%, je nach Untersuchung, ein ganz, ganz häufiges Symptom. Wenn jetzt jemand schon genau untersucht worden ist auf Herzrhythmusstörungen, dann findet man bei 2/3 dieser Personen, die genauestens untersucht worden sind, keine Schädigung am Herzen selbst. Wenn man jetzt bei jemandem sogar einen Herzkatheter macht, wenn man wissen möchte, ob die Herzkranzgefäße eine Verengung haben, dann sind bei 17% der Männer findet man gar nichts. Die sind in Ordnung und die haben Beschwerden, wie wenn da beim Herzen was wäre. Bei Frauen ist der Prozentsatz noch höher. Jede zweite Frau, die herzinfarkttypische Symptome hat, die hat gar nichts. Also laut Untersuchung, wenn man das ganz genau untersucht. Und wir können das genau untersuchen. Jetzt können wir uns fragen, gibt es was anderes auch noch, was Symptome macht wie Herzerkrankung oder Mangeldurchblutung des Herzens, aber es kommt nicht vom Herz. Und natürlich muss man denken, es kann auch von der Lunge kommen. Also Atemnot kann natürlich von der Lunge kommen. Es kann eine Entzündung sein in der Lunge. Es kann auch einmal in seltenen Fällen ein Lungeninfarkt sein. Und Schmerzen im Brustkorb haben wir häufigerweise auch, wenn am Bewegungsapparat, also der Wirbelsäule, die Rippen, die drückt auf einen Nerv, eine Auswuchs an der Wirbelsäule, das macht Beschwerden und das kann sich daher projizieren in die Gegend des Herzens. Gibt es noch? Zusammenfassend kann man sagen, wenn es immer wiederkehrende Beschwerden in der Herzgegend gibt, dann sollte zumindest einmal eine gründliche medizinische Untersuchung gemacht werden. Aber bitte dann nicht immer wieder. Vermeiden Sie dieses Syndrom der dicken Akte, so nennen wir das schon. Also ich erlebe das öfter, dass Patienten zu mir dann kommen in die Klinik und das oft nach einer Krankengeschichte von mehr als 7 Jahren, die legen mir dann ihren dicken Ordner her und sagen mir, das alles habe ich, Herr Doktor, schauen Sie sich das einmal durch. Und ich schaue dann auch durch und sehe, dass tatsächlich, je älter jemand ist, desto mehr findet man auch. Nur es ist nichts dabei, was die Beschwerden wirklich erklären würde. Herzbeschwerden ohne organischen Befund. Was kommt denn noch in Frage? Und jetzt könnten wir einen Versuch machen. Wir machen es jetzt nicht aus zeitlichen Gründen, aber Sie können es zu Hause machen. Messen Sie Ihren Puls und dann denken Sie, merken Sie sich die Pulszahl, also Schläge pro Minute, und dann denken Sie an ein Ereignis der letzten Zeit, das Ihnen peinlich gewesen ist, was Sie bedrohlich erlebt haben oder irgendeine Schrecksituation. Jemand fährt Ihnen fast mit dem Auto rein oder so. Ja? Denken Sie an so eine Situation, erinnern Sie sich noch einmal und dann messen Sie Ihren Puls noch einmal. In den meisten Fällen, wissen Sie, was passieren wird? Ja? Ihr Puls wird schneller sein. Also allein die Vorstellung von Bedrohung, von Gefahr, setzt Ihre Gefühle in Gang und das beeinflusst Ihren Herzschlag. Wir haben es ja auch in unserer Sprache. Ich habe Freude im Herzen.
mir wird warm, mir wird leicht ums Herz, oder? Ich bekomme Herzklopfen, wenn ich den sehe oder wenn ich sie sehe. Oder es schweren Herzens muss ich Ihnen sagen, das und das und das. Oder das fährt mir wie ein Messer ins Herz. Oder das zerreißt mir das Herz, wenn ich das mit ansehen muss. Also wir haben es in unserer Sprache, diesen engen Zusammenhang zwischen diesem Seelenherz und diesem Körperherz. Ich erlaube mir mal, diesen Begriff Seelenherz zu gebrauchen. Aber die Frage ist jetzt, wie schaut denn diese Verbindung zwischen diesem Seelenherz und dem Körperherz aus? Und der Herr Freud hat schon vor 100 Jahren gedacht, da gibt es einen eigentümlichen Zusammenhang, dass das, was sich im Seelenleben eines Menschen abspielt, sich irgendwie dem Körperlichen mitteilt. Aber er hat noch nicht gewusst, wie der Zusammenhang geht. Heute sind wir gescheiter geworden. Wir wissen, wir haben sehr gute Modelle, wir haben sehr gute Untersuchungen und wir wissen, dass was Sie hier sehen, was Sie hier rot sehen, das ist ein Längsschnitt durch ein Gehirn, und was Sie hier rot sehen, das ist der Teil des Gehirns, wo Aktivitäten messbar sind, wenn ein Mensch Gefühle, intensive Gefühle erlebt. Und außen drüber, diese, am Rande des Gehirns, die Großfläche, da wird es aktiv, wenn der Mensch denkt, der Verstand aktiv ist. Das, was sich jetzt im Gefühlsleben abspielt, wird dem Körper mitgeteilt über zwei große Systeme. Das eine System ist das vegetative Nervensystem und das andere System ist, es geht über Hormone. Also wir haben da so Taxis im Blutkreislauf, die transportieren die Impulse von der Zentrale über den Körperkreislauf in alle Organe und auch ins Herz. Und das Herz wird angetrieben über diesen Mechanismus. Das andere ist das vegetative Nervensystem, da ist der Antreiber der sogenannte Sympathikus. Und was Sie hier sehen, ist ein ausgefinkeltes eigenes Nervensystem, das ebenfalls alle Organe des Körpers erreicht. Also der Sympathikus steigert am Herzen die Pumpkraft, er steigert die Herzfrequenz und natürlich auch den Blutdruck. Alles, was das Herz machen muss, damit wir besser kämpfen können oder davonlaufen können. Also die Gefühle dazu sind Ärger, Wut, Hass für Kampf. Die Gefühle zum Davonlaufen, das ist die Angst. Und diese Gefühle werden in Chemie übersetzt und im ganzen Körper mitgeteilt. Angst ist überhaupt eines der häufigsten psychischen Reaktionen und die hat immer körperliche Begleiterscheinungen. Der Sympathikus steuert diese Angstreaktion und im Körper haben wir Symptome von Kopf bis Fuß, die zur Angst gehören. Im Kopf oft ein leeres Gefühl, Schwindel manchmal, ganz typisch, Schweiß, aber auch die kalten Hände und die kalten Füße gehören da auch dazu, die schlotternden Knie, das Zittern in den Muskeln, Atemnot oder Bauchschmerzen. Und zu unseren Symptome, die wir jetzt im Auge haben, sind ja das Herzklopfen und die Atemnot. Also das gehört auch zur Angst dazu. Für Entspannung zuständig ist der Teil des vegetativen Nervensystems, der praktisch hauptsächlich durch den Nervus vagus vertreten wird. Das ist der zentrale Entspannungsnerv und das, was Sie hier im Bild sehen, was da gelb gezeichnet ist, das ist dieser Nervus vagus, der hier das Herz versorgt, der die Bauchorgane versorgt und der schafft Beruhigung. Eins hat die Natur des Menschen, kann man sagen, erkannt. Wenn ein Mensch ruhig ist und aus der Ruhe heraus in Kontakt geht mit anderen Menschen, kann er besser Probleme lösen, als wie wenn er übermäßig in Erregung gerät. Und der Vagus fördert das. Er kann auch den Sympathikus richtiggehend, den Antreiber am Herzen, blockieren. Er dämpft auch diese Stresstaxis, die im Körper
den Antrieb steigern und dadurch wird der Mensch fähig, durch Kommunikation mit anderen Menschen seine Probleme erst richtig zu lösen. Kommunikation, die effektivste Form der Problemlösung. Das passt übrigens zum nächsten Vortrag, wo wir über Kommunikation uns noch einiges anschauen werden. Okay, es gibt also Herzbeschwerden bei einem organisch gesunden Herzen und interessanterweise jeder dritte bis vierte Patient, der zum Herzspezialisten geht, der hat eigentlich ein organisch gesehen gesundes Herz. Trotzdem hat er oft die feste Überzeugung, herzkrank zu sein oder sogar Angst, an einem Herzinfarkt zu sterben. Man hat herausgefunden, dass so eine Konstellation auftritt bei Menschen, die starke Ängste haben, sich dieser Ängste aber meistens nicht bewusst sind. Wenn man dann psychotherapeutisch mit so einem Menschen arbeitet, kommt man drauf, dass es da in seiner Geschichte oft dieses Problem gegeben hat, von einer Lebensphase in eine nächste Lebensphase überzugehen. Das ist irgendwie nicht rund gelaufen, das ist schwer gefallen. Zum Beispiel der Sohn, Hoffnungsträger der Mama, der Sohn, der entscheidet sich jetzt, die Mama hätte ihn am liebsten immer bei sich zu Hause und der Sohn empfindet es irgendwie auch als Verrat an der Mama, wenn er gehen würde, aber irgendwann einmal möchte er raus ins Leben. Ja. Er macht es, aber in sich selbst hat er ein ewig schlechtes Gewissen, die Mama verlassen zu haben und das äußert sich auch in Form von einer inneren Anspannung. Und diese Anspannung wird manchmal auf das Herz projiziert. Und interessanterweise sind diese Menschen, die dann später auch ihre Aufmerksamkeit oft ganz stark auf ihr Herz richten. Und dann wird dieser Teufelskreis der Angst in Gang gesetzt. Also dieses Krankheitsbild nennt man mit einem klassischen Diagnosenamen Herzangstneurose, den derzeit gebräuchlichen erspare ich Ihnen, weil der steht drunter, aber der ist so abstrakt, dass sich niemand was vorstellen kann drunter. Also diesen Teufelskreis der Angst, der da in Gang gesetzt wird, jemand horcht ganz aufmerksam auf sein Herz hin und wenn ich mir eine Ameise unter einem Vergrößerungsglas anschaue, dann erscheint sie mir auch als ein Alien-Monster von einem anderen Planeten. Und jedes kleine Signal, das man im Herz hören kann, das hört der mit ganz großen Ohren, bekommt Angst, es wird die Stressreaktion in Gang gesetzt, haben wir vorhin ja schon gesagt, über Sympathikus und Stresshormonachse. Und das treibt das Herz wieder an. Das Herz liefert ein paar Schläge mehr, liefert vielleicht auch Extraschläge. Das hochaufmerksame Ohrwaschel nimmt diese Extraschläge wahr, bekommt noch mehr Angst und so schraubt sich diese Spirale der Angst in die Höhe. Was tun, wenn dieser Mechanismus in Gang gesetzt worden ist? Und das Erste ist einmal auch in diesem Fall eine fundierte medizinische organische Abklärung beim Kardiologen. Und wenn dieser Kardiologe jetzt feststellt, das Herz ist in Ordnung, bitte glauben Sie ihm. Hören Sie auf, im Internet weiter zu recherchieren. Dieser moderne Begriff Cyberchondrie, vermeiden Sie das. Vertrauen Sie und gehen Sie zurück ins Leben. Gehen Sie in die Bewegung, betreiben Sie ausgewogen Sport, entspannen Sie sich und vertrauen Sie Ihrem Herzen. Wir sind medizinisch mittlerweile so weit fortgeschritten, dass wir mit sehr, sehr hoher Sicherheit sagen können, ob am Organ Herz ein relevanter Schaden ist oder nicht. Eine sehr effektive Form der Entspannung ist Achtsamkeit. Haben Sie den Begriff schon gehört? Achtsamkeit. Er wird immer weiter verbreitet in unserer Kultur, weil ich glaube, das ist das große Defizit unsere Kultur ist, die sehr stark im Kopf ist, die sehr stark im Leisten ist, aber den Zugang zur eigenen Gefühlswelt, das wieder ganz da sein, wo wir gerade sind, oft verloren hat. Ich sage nachher noch mehr dazu. Und wenn das alles, diese vier Tipps, Sie da nicht weiterbringen, dann
ist Psychotherapie angesagt. Psychotherapie ist eine hocheffektive Methode, um bei solchen Problemstellungen an Menschen wieder zu helfen, ins eigene Gleichgewicht zu kommen. Es ist vergleichbar von der Effektstärke. Sie sehen da, kleiner Effekt wäre die Zahl 0,2, hoher Effekt ist 0,8 und die Bypass-Operation nach einem Herzinfarkt zum Beispiel, wo das Gefäß wieder durchgängig gemacht wird, umgehen wird bei der Operation, ist auch eine sehr effektive Behandlung. Und Psychotherapie ganz allgemein ist ebenfalls vergleichbar stark wirksam wie eine Bypass-Operation und wäre einzusetzen bei solcher Problemstellung. Es ist eigentlich eine Problemlösung, die über Kommunikation geht und die ist hocheffektiv. Es gibt auch noch, das sage ich jetzt nur zur Vollständigkeit, aber es gibt auch etwas, wo sich dieses Schmerzgeschehen nur im Kopf abspielt und das Organherz völlig draußen gelassen wird, aber das zu unterscheiden, ist Aufgabe des Spezialisten. Also was braucht das Seelenherz, damit es nicht in so einen Notstand hineinkommt? Und ich möchte Ihnen kurz ein Modell des Seelenherzes anbieten mit dem Bild des Hausbauens, eines Hauses. Wer von Ihnen hat schon mal ein Haus gebaut? Ja, das sind einige Häufenbauer, die wissen, worauf es beim Hausbauen ankommt. Und das Erste ist einmal eine gute Grundfeste. Das Seelenhaus braucht ebenfalls eine gute Grundfeste und normalerweise bekommen Menschen das, wenn sie in einer Familie aufwachsen als Kinder, wo ein sicherer Halt da ist, wo sichere äußere Lebensbedingungen da sind. Also damit man leben kann, braucht man eine gute Grundlage, wo man sich entwickeln kann. Wir gehen ins Wohnzimmer des Hauses und dort treffen sich die Leute in der Regel. Manchmal ist es auch der Essbereich und dort verbringt man Zeit miteinander, dort geht man in den Kontakt, da geht man in die Nähe. Es geht um Beziehung und für Beziehung brauche ich Gefühle, dass ich nicht nur leben kann, sondern dass ich auch gerne leben mag. Wir brauchen Nähe zu anderen. Was wir noch brauchen ist, dass wir als Personen so geschätzt sind, wie wir sind. Wertschätzung im Arbeitszimmer des Hauses, dort machen wir dann unsere Sache. Ob das jetzt die Werkbank ist, wo ich werken kann, wo es der Schreibtisch ist, wo ich meine Projekte mache, wo es die Nähmaschine ist, da kann ich meine Sache in Leben übersetzen. Wertschätzung. Und wenn das alles erfüllt ist, dann ist ein Mensch in der Regel gut in Verbindung, sodass er das, was er lebt, als sinnvoll empfindet. Bedürfnis nach Sinn im Leben. Das ist das Dach des Hauses. Also das sind grundsätzlich die Dinge, die eine menschliche Seele zum Leben braucht, damit sie das Leben als lebenswert empfindet. Menschen, die eine Herzangstneurose haben, die haben in dieser Grundfeste schwere Erschütterungen erfahren. Also die Übergänge von einer Lebensphase in die nächste Lebensphase wurden irgendwie problematisch, erschwert, als gangbar erlebt und es hat sich Angst eingestellt. Manchmal ist es auch ein Fehlen an Wertschätzung in der Anerkennung im eigenen, was einem selbst ausmacht. Schmerz, schmerzlich, Übergänge werden schmerzlich erlebt. Wir sind in den letzten Jahren, kann man sagen, was Schmerz betrifft, in unserem Verständnis erfahrener geworden. Wir sind drauf gekommen, dass es nicht nur das Schmerz macht, wenn ich mir jetzt mit dem Hammer auf den Finger haue und die Nerven leiten diesen Schmerz entlang bis zur Wirbelsäule im Rückenmark nach oben bis zum Gehirn, wie Sie es hier sehen. Und hier aber ist es so, dass dieser Schmerz noch einmal durch dieses Gefühlszentrum durchgeht, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Das sogenannte limbische System heißt das. Und da wird jetzt unsere Gefühlsgrundlage mit dazu gemischt. Und wenn ich eine schlechte Gefühlslage habe, dann wird der Schmerz verstärkt in der Regel.
Und das, was dann im Bewusstsein ankommt, das ist wesentlich stärker als das, was hier in meinem Finger passiert ist. Es wäre auch sonst nicht erklärbar, warum ein Medikament, was man gegen Depressionen gibt, auch gegen Schmerzen zum Beispiel erfolgreich wirken kann. Also Schmerz ist immer eine Mischung zwischen gefühlsmäßiger Beschaffenheit in meinem Inneren und dem, was im Körper abläuft. Und das muss berücksichtigt werden. Also die Gefühlsqualität, die dazu gemischt wird. Eine ganz interessante Studie, die diesen Zusammenhang untersucht hat, hat eine Frau Eisenberger auch schon vor mehr als 10 Jahren gemacht. Und zwar hat sie ein Computerspiel gemacht mit Versuchspersonen und es haben sich 3 Personen einen Ball am Computer zuspielen können. Und dann war das Spiel so geschaltet, dass nach 10 Minuten plötzlich die Versuchsperson, bei der dann Auswertung in einer Magnetresonanzuntersuchung vom Gehirn gemacht wurden, plötzlich keinen Ball mehr bekommen hat. Die war ausgeschlossen aus diesem Ballspiel. Und dann hat man geschaut, wie wirkt sich das im Stoffwechsel des Gehirns aus und hat eine interessante Beobachtung gemacht, nämlich dieser Ausschluss ist eigentlich so etwas wie eine soziale Isolation, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, derer, die spielen miteinander. Und man hat hier in dieser Region des Gehirns, das ist also ein Querschnitt durchs Gehirn, eine Aktivitätssteigerung gemessen. Das ist ungefähr die gleiche Stelle, wo Menschen einen körperlichen Schmerz, wenn die körperliche Schmerzen haben, wo ebenfalls eine Aktivitätssteigerung auftritt. Die Frage, wie hängt denn das zusammen? Die Zeit, wo das Gehirn verdrahtet worden ist in diesen Dingen, das ist Steinzeit, kann man sagen. Ja? Und wieso gibt es da diese gemeinsame Verdrahtung? Haben Sie eine Idee? Wie hängt das zusammen? Schmerz und soziale Ausgrenzung aus der Gemeinschaft. Hat wer eine Idee dazu? Ich glaube, ich sage Ihnen es. Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft war in der Zeit, wo das Gehirn verdrahtet worden ist, ein Todesurteil, kann man sagen. In der Steinzeit, die Männer 1,20 Meter groß, die Tierwelt wesentlich stärker, wesentlich schneller als die heutige Tierwelt, da konnte man nur überleben, wenn man zusammengearbeitet hat. Und eines habe ich gelernt, auch in meiner psychosomatischen Arbeit, wir Menschen, wir sind gebaut für Beziehungen. Und wenn es zu Störungen im Bereich der Beziehungen kommt, dann geht uns das in der Regel ziemlich unter die Haut. Und damals war sozusagen Beziehungsstörung und Ausschluss lebensgefährlich. Auch heute würde ich sagen, gibt es diesen Zusammenhang noch, aber es geht nicht mehr so sehr ums körperliche Überleben, als vielmehr ums seelische Überleben. Schmerz gilt als das stärkste Alarmsignal für eine drohende Funktionsstörung. Ich würde sagen, sowohl im körperlichen Bereich als auch im seelischen Bereich, auch im Beziehungsbereich mit anderen. Was braucht also der Herzkranke, unter Anführungszeichen Herzkranke, psychosomatische Patient? Der braucht diese Erfahrung, dass Beziehung auch wieder gelingen kann. Und das, was ich erlebe in der Arbeit mit unseren Patienten, die gelingende Beziehung in der Psychotherapie, in der Gemeinschaft mit den anderen Patienten, ist ein wesentlicher Therapiefaktor und wird von den Patienten sehr geschätzt, wenn es gelingt. Und wir bemühen uns auch, Bedingungen zu schaffen, dass das gelingen kann. Dann, wie vorhin schon gesagt, der Patient muss wieder in Bewegung kommen, körperliche Bewegung. Körperliche Bewegung, wissen wir auch, reduziert das Herzinfarktrisiko. Seelisches und Körperliches hängt auch in dem Punkt eng zusammen. Patienten müssen lernen, sich zu entspannen. Sie lernen eine Entspannungsmethode. Die Achtsamkeit, zu der ich nachher noch was sagen werde. Und genießen lernen. Wieder genießen lernen. Die eigenen Sinne einsetzen und so etwas wie Genuss spüren. Und was man auch braucht natürlich, der Kopf braucht Erklärungen. Damit er bereit ist, zu einem Weg mitzugehen. Das machen wir jetzt auch. Ich erkläre Ihnen diese Zusammenhänge, damit Sie verstehen können und
aus einem Verständnis entsteht eine Bereitschaft, eventuell sich auf einen Weg einzulassen, den man sich vorher noch nicht vorstellen konnte. Also das alles auf der rechten Seite, da geht es um seine eigene Wahrnehmungsfähigkeit wiederzufinden. Und Achtsamkeit ist so eine besondere Form von Wahrnehmungsfähigkeit. Was ist Achtsamkeit? Ich bitte Ihnen die Definition von einem Mann, der Achtsamkeit wissenschaftlich über Jahrzehnte erforscht hat, der im Zusammenhang mit Stress und auch im Zusammenhang mit Herzerkrankung die Achtsamkeit erfolgreich eingesetzt hat. Und seine Definition ist, es geht um eine Form der Aufmerksamkeit, Lenkung, seine Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Es geht darum, absichtsvoll, nicht bewertend auf das, was ich jetzt gerade im Moment erlebe, in diesem Augenblick, auf das hin geht meine Aufmerksamkeit. Der Mann heißt Professor Jon Kabat-Zinn. Vor 2 Jahren war er in Salzburg, hat einen Kongress abgehalten. Wenn Sie ins Internet gehen, werden Sie vieles von ihm finden. Und Achtsamkeit als Methode ist wissenschaftlich gut begründet, wo es um Burnout geht, wo es um Stress geht, auch bei Depressionen und in unserem Fall auch Stabilisierung, wenn die Gefühle stark in die Höhe gingen, bei Ängsten, chronischen Schmerzen und so weiter. Also Achtsamkeit darf eigentlich in keiner dieser Therapieformen, die klinisch angewendet werden, mehr fehlen, weil es sehr gut begründet und wirksam ist. Und vielleicht auch zu diesen Bildern hier, wenn sich der Gefühlswirbelsturm hochschraubt, und das haben wir vorhin auch gesagt, passiert bei der Herzangstneurose, dann kann ich über meine Sinnesorgane einen Sicherungsanker auswerfen. Und wenn ich gelernt habe, meine Aufmerksamkeit auf meine Sinneswahrnehmung zu richten, finde ich wieder festen Boden unter den Füßen. Sie könnten auch Achtsamkeit im Gehen üben. Also wenn Sie da dann hinausgehen in der Messe, dann nehmen Sie sich 5 bis 15 Minuten Zeit, gehen Sie ganz normal, entspannt, langsam, bewusst, jeden Schritt spüren, Kontakt mit den Fußsohlen, den Bodenkontakt spüren, die Spannungsänderung in den Muskeln, im Bein spüren oder in den Fußmuskeln, und jeder weitere Schritt ist eine neue Entdeckung. Dazwischen achten Sie auf Ihre Atmung und beobachten Sie einmal, wie viele Atemzüge brauchen Sie oder wie viele Schritte gehen Sie beim Einatmen, wie viele Schritte gehen Sie beim Ausatmen, und Lächeln nicht vergessen. Also versuchen Sie mal das als eine Achtsamkeitsübung. Und ich möchte Ihnen jetzt noch eine Patientin kurz im Bild zeigen, die hat sich während eines 4 Wochen Aufenthaltes bei uns immer mit ihrem Herz beschäftigt. Das, was sie im Therapieprozess erlebt hat, und sie hat viele Schicksalsschläge erlebt, sie hat vieles verloren, sie hat viel Beeinträchtigung in Beziehungen erfahren, sie hat jede Woche einmal ihr Herz in der Kreativtherapie dargestellt, und das war ganz am Anfang. Und man sieht so ein Herz mit einem Korsett herum. So hat es begonnen, dieser Therapie. Das war dann in der ersten Woche, Darstellung ihres Herzens. Zweite Woche. Dritte Woche. Vierte Woche, Abschluss der Therapie. Also so wie die Dame das erlebt hat, was sich in ihrem Herzen da verändert. Sie hat es versucht, in ein Bild zu bringen. Und zum Abschied hat sie uns dann eine Karte geschenkt, wo dieses Bild drauf war. Man muss erklären dazu, die Dame hat in ihrer Kindheit viel Zurückweisung erfahren und hat praktisch die Seite ihrer Person ganz draußen gelassen. Und es gelang in diesem therapeutischen Arbeit wieder damit in Beziehung zu kommen und Freundschaft zu schließen und sie mit sozusagen ins Boot ihrer gesamten Person dazu zu holen. Und daher dieses Bild mit dem Kinderherz und mit der alten Liebe, die sie wiederentdeckt hat. Psychosomatische Arbeit ist Arbeit, wo es darum geht, Beziehung, innere Beziehung oft wiederherzustellen. Ich fasse zusammen. Neben dem Körperherz gibt es ein sogenanntes Seelenherz. Und beide Herzen melden sich oft mit sehr ähnlichen Symptomen, wenn ihnen was fehlt.
Die Unterscheidung kann eigentlich letztlich nur der Fachmann, sprich Arzt, treffen, ob eine organische Ursache eine Rolle spielt, und dann kann er weiterverweisen und sagen, das ist eigentlich Aufgabe für Psychotherapeuten oder den psychosomatisch gebildeten Arzt oder eine Einrichtung, so wie wir sie haben, im Klinikum Wels-Christkirchen. Wichtig ist auch, bei körperlicher Herzerkrankung spielen seelische Faktoren oft eine wichtige Rolle. Und wir wissen jetzt, dass es wissenschaftlich gut begründete Modelle gibt für diesen Zusammenhang zwischen Seele und Körper, zwischen Seelenherz und Körperherz. Ich habe Ihnen versucht, das im Bild darzustellen. Die Herzangstneurose ist eigentlich eine Angst, wo Menschen am Übergang von einer Lebensphase in die nächste Lebensphase Schwierigkeiten gehabt haben und das nicht verarbeiten konnten. Und was tun jetzt, wenn diese Herzbeschwerden immer wieder auftreten? Organische Herzuntersuchung, wenn nichts rauskommt, vertrauen, dass das so ist, und aktiv zurück ins Leben mit Bewegung, Sport, Entspannung und Achtsamkeit. Und wenn das nicht reicht, dann so scheuen Sie sich nicht, sich die Unterstützung durch Psychotherapie zu holen. Und eine stationäre psychosomatische Behandlung ist dazu da, wenn es schwieriger wird. Falls Sie sich da weiter informieren möchten, hinten am Tisch liegen einige Folder von dem Angebot auf, das wir in der Klinik Ihnen anbieten. Ich habe Ihnen auch ein paar Visitenkarten von mir dazugelegt. Und ich werde nach dem nächsten Vortrag in diesem Raum dahinter zur Verfügung stehen für weitere persönliche Fragen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.